So, wir sind wieder live für euch da. Gleich in ein paar Minuten das Damenfinale. Fürs Damenfinale habe ich eine Dame an meiner Seite, weil ja, das gehört eigentlich zum Damenspiel, so wie wir das auch bei der PSA sehen. Und wir haben den Luxus, die Erstgesetzten hier im Studio zu haben. Es ist Aileen Günzhaf, sie ist nicht nur Erstgesetzte des Turniers, hat bis jetzt die ganze Serie mitgespielt, aber auch Spielersprecherin und ein sehr schwieriges Wort, Beauftragte. Beauftragte für der DSQV. Also Aileen, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, ja. Ja, cool. Ich hoffe, dass du uns helfen kannst, jetzt dem Spiel oder den Zuschauern das Spiel dabei zu begleiten. Es ist immer schön, eine Perspektive von einer Frau zu haben, weil wir natürlich vom Frauensquash sprechen gerade. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Bin gespannt auf das Spiel. Es wird sicher ein hartes Match. Schauen wir mal. Ja, und wir haben natürlich gerade vor dem Anfang schon ein bisschen gequatscht. Du hast auch ein bisschen recherchiert, wie die beiden die letzten Male gegeneinander gespielt haben. Ja, genau. Ich habe mal in der Tournament-Software geschaut. Da sind ja nicht alle Spiele jetzt auch von der Jugend aufgeführt. Aber in den letzten 7 Matches hat sich Saskia immer durchsetzen können. Deswegen geht auf jeden Fall Saskia von der Statistik her hier als Favoritin auf den Court. Okay, gut. Das ist schon mal gut für unsere Zuschauer zu wissen. Jetzt sind die beiden ja auch auf dem Court und spielen sich warm. Die beiden haben in der letzten Zeit schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Also das letzte Spiel war im Januar 2020 beim Dreikönigsturnier in Bornheim. Das heißt auf jeden Fall schon eine Weile her. Die beiden sind ja auch ziemlich gute Freunde. Und dann auf dem Court muss man natürlich umschalten und dann auf Rivalen gehen. Also wird auf jeden Fall ein gutes Match, denke ich. Ja, und das ist jetzt das vierte Turnier, ne, in dieser Serie, die wir hier in Hamburg gespielt haben. Und ich glaube, Saskia war zweimal im Finale und Kachi einmal. Ja, genau, ja. Und beide haben immer gegen die Frau, die jetzt nicht anwesend ist beim Turnier, Ineta Markevica, gespielt im Finale. Also eigentlich immer derjenige, der im Halbfinale auf Ineta getroffen hat, der ist leider rausgeflogen und ja, haben alle im Finale gestanden, Ja. aber das Turnier gewonnen hat noch keiner von denen. Nee, genau. Bisher hat sich immer die in Paderborn lebende Lettin Ineta durchsetzen können. Diesmal spielt sie aber nicht mit und deswegen haben es jetzt auch die beiden ins Finale geschafft. Ja, jetzt vorher saß ich hier mit Oliver Pettke, der Bundestrainer. Da war das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber jetzt, wo wir hier als reine Spieler oder ohne offizielle Funktion, sage ich mal, hier sitze. Was ist dein Tipp für dieses Spiel? Also ich denke, dass Saskia ihre Favoritenrolle hier gerecht wird und sich durchsetzen wird. Aber man darf auf jeden Fall Katschi auch nicht unterschätzen. Deswegen würde ich jetzt mal auf 3-1 für Saskia tippen. Und was ist dein Tipp? Ich wollte erst eigentlich auch 3-1 sagen, aber das kann ich dann nicht mehr. Ja, wird es hier auf jeden Fall zu sehen. Beide sind fast gleich alt. Ich glaube. Genau, ich glaube, eine Altersgruppe liegt zwischen denen. Also in der Jugend haben sie nicht das Finale U19 zusammen bestritten. Ich glaube, Ja, Saskia ist eine Gruppe, ja. Saskia ist, glaube ich, 3 oder 4 Monate älter. Also Okay. sie hat gerade Geburtstag gehabt und Kachi hat dieses Jahr noch Geburtstag. Ja. Aber natürlich muss ich auch einen Tipp abgeben. Ja, Natürlich. und? Ja, ich muss natürlich, ich hoffe und gehe natürlich von einem sehr spannenden Spiel aus. Ich glaube aber, dass, wie du gesagt hast, dass Saskia hat natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung, auch mit ihrer deutschen Ja. Meisterschaftstitel natürlich. Also ich gehe auch davon aus, also ich arbeite ein bisschen mit Gaci zusammen. Also ich Okay. hoffe, dass Gaci gewinnt, muss ich dann mal Ja. sagen. Aber ich befürchte, dass es doch Saskia wird. Aber da es ein knappes Spiel wird, sage ich dann 3-2 für Saskia. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, wer ihr Recht behält. Ich kann ja Katschi auch für eine Überraschung sorgen. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, beide ich glaube, beide haben ihre Ausbildung jetzt durch. Das heißt. Ich glaube noch nicht ganz. Also, so wie ich es mitbekommen habe, glaube ich, sind sie beide in den letzten Zügen von ihrem dualen Studium. Und ja, mal gucken, wie es danach bei denen weitergeht. Also, so wie ich es bei Saskia mitbekommen habe, möchte sie auf jeden Fall, wenn es möglich ist, mit Squash dann durchstarten. Aber weiß ich auch nicht, wie es bei Katschi aussieht. Gachi möchte das auch. Inwiefern das jetzt alles schon sicher ist, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, dass beide wollen auf jeden Fall auf die PSA-Tour weiterspielen. Ja, beide sind ja jetzt seit letztem Jahr auch bei der PSA dabei. Also ich glaube, November oder so haben sie sich beide eine Lizenz geholt
und spielen ja auch seitdem die Turnierserie hier mit. Mhm. Und jetzt sind auch im März noch zwei weitere Turniere, eins in Uster in der Schweiz und auch noch eins in Mulhouse in Frankreich, wo auch beide dabei sind, ich auch. Also das heißt, da sind ein paar Turniere noch am Start, wo wir dann mitspielen können, wo wir uns natürlich freuen jetzt in der Situation, wenn man irgendwie Matches Nein. bekommt. Ja, klar. Und wann, welcher Zeitraum sind die Turniere? Also in zwei Wochen ist das Turnier in Uster und dann in drei Wochen, also Ende März, ist das Turnier in Mulhouse. Das wäre eigentlich schon letzten Monat gewesen, ist dann aber aufgrund von einem positiven Corona-Fall verschoben worden. Ah, okay. Ja. Und du hast natürlich, weil du bist Erstgesetzte, das heißt, du hast schon mehr Punkte gesammelt. Genau, ja, ich habe ja schon ein bisschen früher mit der PSA begonnen und da ist es ja so, dass jedes Turnier, also die besten Turniere zählen und dann wird es dividiert durch einen Faktor und dadurch, dass die natürlich erst drei oder vier Turniere jetzt haben, ist natürlich deren Durchschnitt schlechter als meinem. Deswegen bin ich da jetzt auch an eins gesetzt gewesen. Wie lange spielst du da schon PSA? Ich habe angefangen im September 2019. Da war ich mit Valentin zusammen, sind wir nach Asien gereist und haben da das mit dem Turnier verbunden. Deswegen habe ich mir da eine Lizenz geholt, genau, und habe da mitgespielt. Ah, cool. Und wie ist es jetzt für dich, jetzt das Finale anzugucken? Ist es trotzdem noch eine leichte Enttäuschung, dass du sagst, schade, da hätte ich auch stehen können oder gar nicht mehr? Natürlich, wenn man eins in den Turnier reingeht, dann wäre es natürlich auch schön, wenn man seiner Position da gerecht wird. Aber ich meine, wenn man die Spiele anschaut, ich habe ja gegen Saskia und Kachi bisher auch noch nicht gewonnen, von daher war es jetzt keine große Enttäuschung für mich, da im Halbfinale zu verlieren, aber natürlich wären wir trotzdem gerne im Finale. Ja, verstehe. Aber das heißt, du kannst jetzt trotzdem ruhig hier mit mir sprechen, ohne dass du da noch mit... Ja, klar. Ja. Ich freue mich auf ein gutes Match und hoffe, dass es auf jeden Fall gut wird und auch eng. Ja. Spannend für die Zuschauer. Ja, gut. Wir sind auch gespannt. Ja, lass uns mal schauen, was der erste Satz so bringen wird. Genau, jetzt geht's los mit dem ersten Satz. Saskia schlägt auf. Geht auf jeden Fall gleich mit einem guten Ballwechsel los. Beide sind heiß. Das war ganz knapp. Ja, das war interessant. Guter Ballwechsel von Kachi, die Saskia schon ein paar Ecke gezeigt hat, aber dann beim letzten Schlag zum Glück noch den Punkt geholt hat. Ja. Ich muss sagen, dass die beiden sich natürlich auch sehr gut kennen. Die haben ja auch in der Jugend immer, waren sie im gleichen Verein, hatten den gleichen Trainer zusammen trainiert. Handout. Das ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn man sich seit der Kindheit schon kennt und schon so oft auch gegeneinander gespielt hat. Ja. Ja, das eigentlich müsste das Spiel auch zugutekommen, ne? Weil dann dadurch kennen sie das Spiel des Gegners es ist schon sehr gut und können dann darauf antizipieren eigentlich. Also eigentlich sollten wir da doch ein sehr schönes Spiel kriegen und die erste Ballwechsel zeigen das, glaube ich, auch schon. 2-1. Jetzt geht Saskia hier in Führung, 3-1. Nichtsdestotrotz sind die ersten Ballwechsel auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Eine gute Qualität auch nach hinten. Die nutzen auch alle vier Ecken schön aus. Versuchen auch beide früh in die Bälle reinzugehen, gell? Ja. Handout. 2-3. Es bleibt trotzdem natürlich ein bisschen komisch, in eine leere Squash-Anlage ein Finale zu schauen. Ja, ja, ich meine, das stimmt. Sind wir anders gewohnt, aber besser so als gar nicht. Ja, das ist ein bisschen ein komisches Gefühl gewesen. Ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt, weil die letzten drei Turniere schon so waren, dass einfach keine Zuschauer da sind. Mhm. Aber es ist schön mit dem Livestream hier, dass dann trotzdem die Leute von zu Hause die Möglichkeit haben, dazu zu schauen. Und da verbessern wir uns ja auch von Mal zu Mal. Ja. Also hat deine Familie auch zugeguckt? Ja, bei mir waren auch
Alle live dabei. Schön. Gassi schafft den Ausgleich, sind bei 3-3, also knappes Spiel, auf jeden Fall knappes Anfang des Spiels. Ja. Ich sehe im Livestream, dass wir jetzt sogar zwei Schiedsrichter haben. Bei den vorherigen Spielen gab es immer nur eine. Mhm. Und angeblich haben sie jetzt im Finale gesagt, wir machen zwei. Ah, okay. Aber ich glaube, beim Halbfinale bei den Herren waren es auch schon zwei vorhin, ja. Ah, okay. Bleibt eng. Beide Spieler, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen nervös. Das kann sein, zu Anfang vor allem, bis man sich ein bisschen eingespielt hat, den Gegner vertraut gemacht hat mit dem Court. Sagen, dass beide natürlich eine richtig gute Grundhärte auch in ihren Schlägen haben. Was natürlich auf dem Glascourt auch gut ist, wenn man den Ball mit Druck auch nach hinten bringen kann. Ja. Ja, ist eine Stärke von beide und bin mal gespannt, wie sie da selber auf reagieren, wenn sie mal den Druck von den anderen bekommen. Hat, finde ich, macht Saskia ganz gut, hat es zumindest in den letzten Spielen, dass sie aber auch das gut durchmixen kann. Das heißt, sie kann richtig hart gut nach hinten hauen, aber sie streut auch immer mal wieder einen Lob und einen weichen Ball ein und das macht es natürlich für den Gegner auch extrem schwer, wenn man sich nicht drauf einstellen kann. Diese Mischung meinst du? Ja, diese Mischung, ja. Ja, gerade hat sie die erste Faust schon gezeigt. Also man sieht, dass beide, das sind enge Spiele, sind beide Kämpfe für jeder Punkt, jeder Ball. Ja, da ist gerade Katschi gut am Drücken. Aber man darf natürlich nicht zu früh denken, dass man den Ballwechsel dann schon gewonnen hat. Also gerade bei guten Spielerinnen muss man natürlich bis zum Ende durchziehen. Und da sehen wir es dann, dass dann leider ein blöder Ball wird dann gleich bestraft auf dem Niveau. Ja. Ja, und auch noch auf dem Glascourt natürlich. Ja, ne? Ja, das vor allem, ja. Ja, Saskia hat jetzt doch ihr Vorsprung genommen, schon 3 Punkte Vorsprung, setzt sich langsam ein bisschen durch. And out. 5, 7. Ja, ich muss sagen, bis jetzt gute Qualität, ne? Also beide spielen schön saubere Länge nach hinten, gute Stops. Also ja, auf jeden Fall ein guter Start ins Spiel, ja, für beide auch. Ja. Da kämpft sie sich wieder ran. Jetzt sind wir schon bei 6-7. 6-7. Deutsch ist, habe ich gelernt, ist Tschechisch für komm jetzt. Ah, okay. Also für, gut zu wissen. Falls man sich wundert. So, beide holen sich meistens die Punkte vorne, wie wir gerade gesehen haben. Zweimal Katschi, jetzt einmal Saskia. Oh, Saskia stürzt da. Ich hoffe, es sieht aus, dass sie sich nicht verletzt hat. Und es ist wieder, wie man sieht, den Stopp nach vorne, der da den Unterschied macht. Ne? Und dann, sie gewinnt zwar den Punkt nachher mit dem Schlag nachher, aber ja, die Differenz wird dann mit dem Stopp links vorne dann gemacht. Hand out. 9, 7.
Also freuen sich beide auf jeden Fall an. Das heißt, man merkt auch die Anspannung hier. Ja, und es ist immer ein Punkt für der eine, ein Punkt für der andere. Ne? Also ja. Es bleibt jetzt sehr knapp, sehr schön. Guter Kampf. No let. The ball was past you. Ja, in dem Fall hätte ich jetzt auch kein Let gegeben, weil der Ball einfach ja, zu gut war und schon hinten war und Katja halt von vorne rein wollte. Das finde ich hier die richtige Entscheidung. Ja, und somit 3 Setzbälle für Saskia. Ja. Fehler von Katschi. Aber desnichtzutrotz, guter erster Satz, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also beide spielen echt gute Qualität nach hinten, auch nach vorne und machen sich es gegenseitig auf jeden Fall nicht leicht. Ja, ich glaube auch, dass in diesem Fall Katschi sich nicht enttäuscht sein muss, dass sie den Satz verloren hat, weil im Grunde hat sie gut gespielt. Ja, finde ich auch. Gut, für Saskia ist natürlich toll, dass sie jetzt einen Satz im Rücken hat und das macht es für den Rest des Spiels natürlich ein bisschen leichter, als wenn du 1-0 zurücklegst. Genau, da kann man schon mal auf jeden Fall ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen, wenn man schon mal 1-0 führt. Ist ja auf jeden Fall gut. Nichtsdestotrotz, klar, darf Katschi das jetzt nicht zu arg in den Kopf nehmen, weil es ist erst 1-0 und ist auf jeden Fall noch nichts verloren. Ja, und 10 Minuten für einen Satz ist auch schon ordentlich, ne? Ich meine, ja. Das zeigt schon, dass die Ballwechsel nicht gerade ganz schnell vorbei waren, aber das kann jeder Spieler, der zuguckt, auch mal seinen eigenen Satz mit einer Stoppuhr aufnehmen. Wenn du 10 Minuten für einen Satz brauchst, dann musst du schon ordentlich spielen. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Vor allem muss man sagen, dass Herrenspiele oftmals auch im Vergleich dann viel länger sind. Ich meine, dass im Finale von dem letzten Turnier hat, glaube ich, beim Finale war ja Roshan Barosch gegen Valentin Rapp und da war, glaube ich, der erste Satz 24 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, klar, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber auch trotzdem bei den Herrenspielen haben wir auch oft Sätze, die kürzer sind als 10 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Von daher, das zeigt schon, dass wir bis jetzt auf jeden Fall ein sehr gutes Finale sehen. Ja, sehr knapp. Also muss man sagen, das war ab und zu ein leichter Fehler dann vielleicht, der es dann ausgemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Match. Ja, und beide Mädels haben natürlich jetzt die Chance, ihr erstes PSA-Turnier zu gewinnen. Ja. $3.000-Turnier. Also das ist für beide natürlich ein großes Ereignis. Ja. 15 seconds. Kommen Sie zusammen wieder auf den Platz. So, mal schauen. Zweiter Satz. Jetzt muss Katschi antworten, um das Spiel jetzt wieder, wie sagen wir das, gleich zu ziehen? Ja. Ja? Ja. Oh, mein Deutsch ist doch besser, als ich denke. Ja, ist gut. Ich denke, alle unsere deutschen Zuschauer verstehen das gut. Ja, falls Katschis Familie aus Tschechien zuschaut, die verstehen uns natürlich leider nicht, aber mein Tschechisch ist auch leider nicht, so nicht gut. Ich glaube, der Spielstand. Ah, stimmt, okay. 1-0, ja. Ja. Saskia kurz angezeigt, dass sie meint, dass der Ball aus war, aber die Schiris haben nichts gesagt, deswegen geht es erstmal weiter. Und sie gewinnt ja auch den Punkt, deswegen wird es jetzt irrelevant sein. Also sie wird sich nicht mehr beschweren, dass er aus war. Aber das macht man ab und zu so für die Leute, die auch Squash nicht so regelmäßig schauen. Wenn man der Meinung ist, dass ein Ball aus war oder so, kann man das kurz anzeigen mit so einem Handzeichen. Und am Ende vom Ballwechsel dann nochmal den Schiri fragen, aber wenn der ihn gut gesehen hat, klar, dann ist keine Frage. Ja. Keine Diskussion dann. Und dann ist Stroke und so geht Saskia wieder in die Führung. Mhm. Ja.
hier sieht man auch ganz gut, wie gut die Qualität nach hinten ist. Und dann kann man es dann beenden mit einem schönen Stopp. Ja. Aber gut, der Punkt wurde natürlich mit dieser schönen Longline vorher schon gut vorbereitet. Ne? Das ist die halbe Miete, sage ich mal. Genau, ist ja immer die Idee, dass man irgendwie den Ballwechsel schön aufbaut und wenn man dann die Chance hat, die dann auch nutzt. Im Optimalfall. Ja, guter Momentum jetzt ein bisschen bei Kachi. 3-2 vorne, zwei Punkte in Folge. Mal schauen, ob sie jetzt durchziehen kann. Hand out. Bisschen schade, ne? Ich meine, ja, das war ein bisschen unnötiger Fehler, weil der Ball kam, war eigentlich nicht arg an der Wand, war nicht scharf geschossen und dann den Longliner einfach tief zu hauen ist natürlich vor allem bei so einem engen Spiel schon ein grober Fehler. Ja, und vor allem, wenn du gerade zwei Punkte in Folge gemacht hast, so ein bisschen... Ja, das ist natürlich ein Geschenk für den Gegner dann. Ja, da freut Saskia sich bestimmt. Ja. Man sieht eigentlich auch, wie gut die ihr Spiel gegenseitig lesen. Ne? Also Saskia hat vorne dieser kleine Boss gespielt, sag ich mal. Und Gachi hat das sofort gelesen. Also da sieht man schon, dass die Mädels schon öfter zusammen gespielt oder auch trainiert haben. Ja, das stimmt. Ja, jetzt in letzter Zeit weiß ich gar nicht, wie sie da zusammen trainiert haben. Da Saskia ja nicht mehr in Bayern wohnt, wo sie ursprünglich herkommt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kennt man sich natürlich. Ja, ich glaube, dass sie letzte Woche oder? Nee, keine Ahnung, in die letzten paar Wochen war Kachi bei den beiden auch zum Besuch da, zum Trainieren. Super, ja, okay. Also noch kürzlich haben die zusammen trainiert. Übrigens gerade zwei schöne Punkte von Kachi in Folge, beide hinter im Court. Zwei gute Länge, die da totfallen. Ja, da nutzt sie auf jeden Fall alle Ecken vom Court gerade aus und das Gear muss richtig arbeiten. Ja, jetzt auch wieder voll unter Druck. Aber holt viel auf, muss man sagen. Ja, den hat sie sich gut rausgespielt und auch verdient. Aber sie musste den Punkt 2-3 mal gewinnen in diesem Ballwechsel. Ne? Das war nicht so leicht, den zu holen. Also Saskia beißt da richtig rein. Schön zu sehen. Bis jetzt ein Finale, worauf wir gehofft haben eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Stroke to Beinhardt. Sie wollte sich aufregen, aber hat im letzten Moment noch... Ja. Ja, ist natürlich wichtig, dass man sich da nicht immer zu sehr auf die schwierige Entscheidung auch fokussiert, sondern auch versucht, dann relativ schnell abzuschalten und dann wieder sich auf sein Spiel zu konzentrieren. Da kann die Entscheidung vom Schiedsrichter nicht ändern. Nee, genau. Und dann, weil du dich aufregst, verlierst du schon den nächsten Punkt vielleicht auch. Und ja, eben. Jetzt siehst du, sie hat sich schnell erholt und holt den nächsten Punkt und hält die drei Punkte Vorsprung. Ja. Ja, das spielt sie die Brust schön nach vorne. Aber Saskia hat ihn auch gut gelesen und war rechtzeitig am Ball. Ja. Ah, super auch zu sehen, dass wir jetzt in Deutschland ein paar Mädels haben, die sich gegenseitig fördern. Ne? Ja. Also das hilft euch alle, glaube ich. Ich meine, wenn du, wie du meintest, 2019, wenn du die Einzige bist, die PSA spielt, dann jetzt doch schön, um noch ein paar Mädels dabei zu haben. Ja, das ist echt schön, dass sich da auch ein paar mehr angemeldet haben. Auch bei den Herren sind es jetzt auch echt einige geworden. Ja. Das ist sehr gut für den deutschen Squashsport auch, da ein paar PSA-Spieler und Spielerinnen wieder zu haben. Gute Abwechslung. Ne? Sie ist sehr doll nach hinten, sauber doll nach hinten und dann mal, normalerweise spielt sie viel gerade Stopp nach vorne und jetzt mal die Abwechslung hat sogar ihre Kameradin nicht gelesen. Also
Sehr gut. Zwei Punkte weg vom Satzausgleich, aber zwei Punkte kann ein langer Weg sein. Ja. Ja. 6-9. Wenn man gut zuhört, hört man die beiden Mädels schwer atmen. Ja. Also sie tun sich gegenseitig weh, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Gerade weil ja im Center sonst keine Menschen groß sind. Ja, sonst hört man es nicht. Hört man das natürlich, ja. Was auf dem Court da abgeht. Na, der Boost, der war auf jeden Fall zu hoch und wird auch sofort bestraft von Saskia. Ja, und Saskia stand da noch ziemlich weit vorne, ne? Ja. Noch sogar vorm Tee, also das... Ja, der Boost hat gut funktioniert das letzte Mal, aber in der Situation war es nicht der richtige Ball. Ja, jetzt kommen ein paar Big Points. Ja. Und das macht sie ganz gut. Da ist ihr tschechischer Schrei wieder. Ja. Mal schauen, ob sie jetzt einen von ihren drei Setzbälle umsetzen kann. War Let für dich? Ja, finde ich, kann man schon geben. Was meinst du? Ja, kann man mitleben. Ball an auf jeden Fall nicht. Nee, der Ball war schon ziemlich nah an der Wand. Ja, glaube ich, Let war okay. Ja, ich glaube, Saskia Kachi muss ein bisschen aufpassen mit den Bows. Sie macht es jetzt ziemlich oft und die kommen oft hoch. Aber gut, 11-7, da hat sie eine gute Länge nach hinten gespielt und sich den Satz geholt, sodass es jetzt 1 beide steht. Ja, super. Ich glaube, hat sie sich auch verdient. Ne? Wie ja, wir hat sie gut rausgespielt. Ja, ich finde auch, erster Satz hat sie auch schon echt gut gespielt. Und klar kann nur einen Satz gewinnen, aber deswegen ist es auch schön, dass sie jetzt dieser Satz holt, damit nochmal bestätigt wird, dass ja beide wirklich auf dem gleichen Level sind gerade. Sieht auch fast die gleiche Minutenanzahl. Erster Satz 10 Minuten, zweiter 9. Beides 11-7, 7-11. Ja. Wir können beide, unser Tipp kann beide noch, noch funktionieren. Kann noch wahr werden, das stimmt. Play will resume in 60 seconds. So, wir kriegen auch wieder WhatsApp-Nachrichten von Freunden und Familie, die sich freuen über unsere Stimme. Ja, ja. Ja, hallo auch an meine Mama, die gerade zuschaut. Und dein Bruder auch, ne? Ich weiß nicht, ob der zuschaut, aber... Ja, besser Hallo sagen, dann hast du es auf jeden Fall richtig gemacht. Ja. Ja, das ist doch schön, dass so viele Leute auch zuschauen. Ja, deswegen machen wir auch dieser Livestream, ne? Ja. Man sieht übrigens, dass die beiden Mädels sich wirklich Zeit lassen. Ich habe das Gefühl, dass es für beide ein hartes Spiel ist und wirklich die Zeit ausnutzt, um sich zu erholen. Ich glaube, im Livestream sieht es auch noch leichter aus, als es dann auf dem Court tatsächlich ist. Und vor allem auf dem Glascourt. Es ist mir aufgefallen, dass beide Mädels echt viele Bälle holen, auch vorne. Ja. Ja. Und man muss es selber mal ausprobieren auf so einem Glascourt. Das ist nicht ganz ohne. Genau, ja, das ist echt anders, wie wenn man auf so einem normalen Court spielt. Der Ball hüpft halt ganz anders. Man hat ja auch einen anderen Ball. Und, ja. Aber damit können beide auf jeden Fall gut umgehen, wie wir jetzt in den ersten zwei Sätzen auch gesehen haben. Ja, ich bin vor allem gespannt, um zu sehen jetzt, wo das Spiel langsam länger dauert, ne? Und die Mädels vielleicht langsam ein bisschen müde werden, ob das sich noch zeigen wird im Spiel. Vielleicht ein paar mehr Fehler, vielleicht ein paar Stops, die sie nicht holen, ob das wirklich der Fall ist oder dass sie wirklich so durchziehen, wie sie bislang gemacht haben. Mhm. Oh. Da war sie 10 cm zu klein. Ja. Conduct, Jisova,
stroke for using abusive language on court. Da hat sie gerade ein Wort benutzt, was man nicht darf, und vor allem bei den Profiturnieren kriegt man dann sofort eine Strafe. Ja, dann muss man echt aufpassen. Und jetzt hat sie dann auch gleich einen Punkt gegen sich bekommen. Also jetzt statt 2-0, 3-0, und du siehst, Kopf war noch nicht ganz da, und somit verliert sie auch schon den nächsten Punkt. Ja, da gibt es natürlich auch Strafen. Also wie wir jetzt hier gesehen haben, war das jetzt ein Punkt für Saskia. Man kann aber auch so weit gehen, dass man auch einen Satz dann wirklich verliert oder sogar im schlimmsten Fall sogar ein Spiel. Down. Ball was down. Oh, das dachte ich nicht. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Please play a let. We are not in agreement there. For love from the right. Die Schiedsrichter sind sich auch nicht einig, ob der gut war. Also ich habe ihn gut gesehen, du auch, oder? Also ich dachte schon, aber gut. Wenn man sich nicht sicher ist, ist ein let halt eine faire Lösung. Ja. Five love. So, starke Führung für Saskia jetzt, schon 5-0. Das ist wahrscheinlich genau, wie sie es sich vorgestellt hat. Und ja, Saskia ist da echt gut in den Satz reingegangen. Dann Katschi klar mit dem Strafpunkt, den sie da verloren hat. Ich glaube, das sitzt dann schon auch kurz im Kopf. Und so geht es jetzt auch leider weiter. Ja, jetzt muss sie wirklich Stärke zeigen, ne? Weil sonst ist der Satz, bevor sie es weiß, schon vorbei. Mhm. Und 2-1 Rückstand ist hart. Ja, vor allem, wenn man den Satz dann relativ deutlich verloren hat, das sitzt natürlich dann schon im Kopf auch drin. Ja, und gerade wenn du vorher den Satz so schön, also stark auch geholt hast, und du siehst, Saskia wird jetzt immer mehr selbstbewusst und zieht das auch richtig durch jetzt. Ja, da sieht man das auf jeden Fall im Court, dann muss man auf jeden Fall seine Freundschaft vergessen und da auf jeden Fall durchziehen und einfach sein bestes Squash spielen. Handout. 1-7. So, 0 ist zum Glück vom Board weg. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Das ist, glaube ich, die größte Angst von allen Squash-Spielern. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man gegen sehr gute Leute spielt, wo man eigentlich weiß, man hat keine Chance, ist mir mal so gegangen. Da habe ich bei einem Jugendturnier gegen Nele Gillis gespielt. Ja. Und ich war relativ noch Anfänger und da habe ich den Nuller auch leider bekommen. Oh ja. Aber ja, so ist es manchmal. 8-1. Okay, jetzt, Saskia hat schon eine gute Führung. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass, wie du gesagt hast, nach dieser Conduct Stroke, so wie man das nennt auf Englisch, dass sie da ein bisschen, Katschi da ein bisschen den Faden verloren hat. Und Saskia war natürlich sofort dabei und nützt die Gelegenheit aus, um das Spiel an sich ranzuziehen. Ja. Sehr schön rausgespielt, ja. Handout, 2-8. Aus der Mitte raus sind beide ziemlich stark. Also wenn sie da die Chance haben zum Volley, dann machen echt beide gut Druck nach vorne, also sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ja. Handout, 9-2. Ja, ich denke, den Satz lässt sich Saskia nicht mehr nehmen mit der Führung, die sie da jetzt schon ausgebaut hat, mit dem Selbstvertrauen, das sie gerade hat. Ja, vor allem als deutsche Meisterin ist sie doch schon gut dabei. Ich meine, eigentlich ist sie jemand, die sich das nicht nehmen lässt. Ja. Aber gut, jeder Punkt muss man erstmal gewinnen. Also zu früh jubeln darf man nie. Ja, schöner Stopp. Handout, 10-3, Game Ball. 7 Satzbälle zum 2-1 für Saskia. Ja, und dann ging dieser Satz dann doch wieder relativ fix. Bin mal gespannt auf die Minutenzahl. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wann der losging, aber der scheint mir jetzt auf jeden Fall schneller rumzugehen. Ja. Und da geht der Satz 11-3 an Saskia. 11-3, Game to Beinhardt. Ja, da hat es nicht nach ausgesehen, ne? Nach dem zweiten Satz, wo Katschi doch echt überzeugend gespielt hat, um dann dieser Satz so schnell zu verlieren, hätte ich nicht ansehen können. Ja, ich auch nicht, vor allem, weil die ersten zwei Sätze ja wirklich so eng waren. Aber klar, wenn man dann schon, ich glaube, Katschi lag gleich am Anfang dann irgendwie innerhalb von ein paar Minuten 4-0 zurück oder so, das ist dann manchmal schwierig, sich da wieder reinzukämpfen. Ja, ich glaube, sie hat dann den zweiten Punkt verloren, 2-0.
dann den die Verwarnung oder dieser Punkt genau, Strafepunkt ja, bekommen bis 3-0 und dann Angabe ja. Return gleich verpasst und dann war es schon 4-0 innerhalb von einer Minute und dann ja das hat hier glaube ich so ein bisschen das Glauben gebrochen und da, genau das hat Saskia dann genutzt, um jetzt das Ding wieder für sich zu entscheiden und jetzt wird's ein bisschen schwieriger für Kachi, weil eine Saskia, die 2-1 führt, das wird nicht einfach. Da bin ich gespannt, ob Kachi das jetzt, sage ich mal, vergessen kann, den Satz, weil der war echt von ihr nicht so gut gespielt wie den ersten zwei und hoffentlich kann sie da nochmal an dem zweiten Satz anknüpfen und so wieder reingehen in den vierten Satz. Ja, ich hoffe, dass fürs Spiel dann, ne, dass sie sich Zeit lässt jetzt in die Satzpause, um wieder einen kleinen Kopf zu kriegen und dann wieder nochmal frisch von null anzufangen, sage ich mal. Und man sieht, beide Spieler lassen sich Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass es auch echt doch wehtut in die Beine oder in die Pumpe, sagt man, glaube ich. Ja, genau. Es ist ja immer wichtig, sich da auch die Zeit zu nehmen und sich wieder zu sammeln, sowohl natürlich körperlich, aber auch vom Kopf her, dass man da sich fokussiert auf die Dinge, die man sich vorgenommen hat, auf die Taktik, die man sich da zurechtlegt. Das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, deinen Gegnerin zu zeigen, dass du auch wieder rechtzeitig da bist, nicht zu lange zu warten, nur zeigen, hey, ich bin noch da, du bist mir noch nicht los, sage ich mal. Ja. Das wird sich jetzt auch in den ersten Punkten gleich zeigen. Also wenn Saskia so loslegt, wie im dritten Satz, dann muss Kachi echt aufpassen, dass sie da gut dagegen halten kann. Ja. Ja, mal gespannt, wie wir jetzt weitergehen. Eigentlich gut vorbereitet und dann leider noch das Top von Tim getroffen. Ich glaube, Kachi hat sich da in der Satzpause ganz gut erholt, auch mental. Wenn sie jetzt wieder. Ja, also die Körpersprache ist gut, ne? Ja. Handout, 1-0. Schöner Ballwechsel von Saskia, gut vorbereitet und dann der Stopp war eigentlich noch nur der letzte Drücker, der das dann zur Punkt gebracht hat. Die eine zeigt die Faust, die andere schreit, aber beide kämpfen richtig um jeder Punkt. Das ist doch schön zu sehen. Ja. Schade, eigentlich eine gute Idee, aber leider ins Team gehauen. Ja, ich glaube auch nicht, dass der so tief gespielt werden müsste. Nee. Saskia war aus der Position, also ein bisschen höher hätte auch gereicht. Das sind halt einfache Fehler, die nicht passieren dürfen, wenn man schon 3-1 hinten liegt. Ja, jetzt schon 4-1 sogar. Ne? Also, Es gibt nur eine Frage von den Zuschauern, ob was für ein Tin, also der Höhe des Tins, wir spielen tatsächlich auf ein Low Tin, heißt das. Das heißt, ein Profi-Tin, was so ungefähr 10 cm tiefer ist als ein normales Tin. Also die Stops, die Mädels in dieser Fall spielen, die bleiben noch kürzer an der Frontwand als bei ein normales Tin. Ja. Schöner Ballwechsel. Ja. Die Qualität von den Längen war nicht so wie am Anfang, aber man sieht, langer Ballwechsel, sie schicken sich gegenseitig hin und her und also schön zu sehen. Ja, müssen auf jeden Fall beide immer wachsam sein, weil die sich gegenseitig mit diesem Boost auch gut nach vorne holen.
sehen weiterhin, dass sie echt versuchen, früh die Bälle zu nehmen, nicht zu weit nach hinten zu gehen und dann in dem Fall von Kachi jetzt auch gut in Volley dann hart flach wegzuhauen. Ja, gute Phase für sie jetzt, ne? Von 4-1 auf 4-4 zurückgekommen. Also ja. Ja, cool, dass es so ein enges Spiel ist. Ja, das meinte ich vorhin, dass Saskia da auch immer gut ab und zu mal mit einem hohen Ball, also einen Lob einstreut. Stroke to Meinhardt. Ja, da hat Saskia jetzt Kachi im Schlag getroffen. Und je nachdem, wann dieser Kontakt passiert, entscheidet dann der Schiedsrichter, ob das dann ein direkter Punkt oder eine Wiederholung, also ein Letball ist. In dem Fall war es jetzt ein Punkt für Saskia. Ja, somit Saskia wieder in der Führung, 5-4. Na, schön. Oh, was für ein Boast. Ja, und aber auch der Vorhand, der Longline vorher war schon echt gut, ne? Also, wenn du vorher gesagt hast, dass sie haben 7-mal gespielt gegeneinander. Ja, also in Tournament Software steht drin, dass sie 7-mal gegeneinander gespielt haben. Und da war es immer 3-0 für Saskia, oder? Ja. Ja, also genau. Von daher können wir schon sagen, dass wir jetzt wahrscheinlich das beste Spiel von denen beide zusammen sehen, was sie bislang gegeneinander gespielt haben. Die Spiele sind ja auch schon eine Weile her und ich meine, beide trainieren ja auch fleißig, von daher. Ja, super, schön zu sehen. Das ist ein gutes Spiel. Eine gute Länge von Kachi hier. Und da nutzt sie die Chance. Und geht somit auch Six, in Führung. 5. Handout. 6-all. Ist gerade auf jeden Fall eine wichtige Phase hier im Spiel. 6 beide. Ist wieder ein engeres Spiel. Also Kachi hat sich da durch den schnellen dritten Satz dann nicht aus der Ruhe bringen lassen, was natürlich gut ist. Da wieder zurückzukämpfen. No let. Da haben wir leider die falsche Kameraposition, um das zu beurteilen zu können, aber wir glauben den Schiedsrichter, glaube ich. Der hat dafür studiert. Ja. Ja, bei den Profiturnieren hat man ja immer noch die Möglichkeit, dann über ein Video Review sich das nochmal anzuschauen und dann nochmal durch einen dritten Schiedsrichter bewerten zu lassen. Aber die Möglichkeit haben wir hier so jetzt weit nicht. Sind wir hier noch nicht. Ja. Out. Boah, wirklich gut, was Kachi jetzt zeigt. Man sieht 8-6 schon vorne. Wenn man bedenkt, dass sie 4-1 zurücklag am Anfang des Setzes, hat sie das echt gut gedreht. Und Saskia muss jetzt Stärke zeigen. Out. Sie holt einen Punkt zurück. Und das wäre fast gleich. Ja, jetzt kommen wieder die Big Points. Das kann entweder zu 9-7 kommen oder wie jetzt 8 beide. Natürlich ein sehr unglücklicher Ball, wenn er da vorne in die Ecke reingeht und dann genau durch die Mitte geht. Ja, und vor allem in dieser Zeitpunkt. Ne? Jetzt 8 beide. 2 schnelle Punkte verloren wieder. Ja. Natürlich ärgerlich. Sehr gute Qualität da der Rückhand. Ja, wirklich, beide spielen echt, echt sehr gut hier. Schön, wie Saskia sich da aus der Probleme holt mit ihrem Lob von vorne und damit eigentlich den Ballwechsel neu startet und dann selber angreift mit dem Boost und damit wieder in Führung geht, 9-8. Hat sich von 8-6 zurück jetzt auf 9-8 vorne und es fehlen ihr nur noch 2 Punkte für einen Turniersieg. Mhm. Aber in dieser Zeitpunkt ist jeder Punkt sehr schwer. Ja.
Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, wäre es für beide der erste Sieg in einem PSA-Turnier. Na, für beide natürlich unheimlich wichtig hier. Alles gut. Ja! Der war tief. Zwei Spielbälle. Matchball. Zwei Spielbälle, ja. Das ist ein schöner Boost, mit dem sie wieder einen Punkt näher rückt. Eins ist noch übrig. Ziemlich spannend jetzt hier. Ich glaube, beide sind auch auf dem Court ziemlich nervös mittlerweile. Beide wollen jetzt, glaube ich, unbedingt keinen Fehler machen. Erstmal aufbauen. Gute Breite und dann geht's los. Kachi bewegt die Saskia auf jeden Fall gut hier in den Ballwechsel. Aber Saskia bleibt stur. Ja, sie lässt sich den nicht nehmen. Jetzt habe ich 10 Beide. Puh. Ja. Bleibt auf jeden Fall spannend hier. Ja, und Saskia weiß jetzt, hat jetzt natürlich im Kopf, dass sie 2 Spielbälle hatte, um das Spiel zu oder Spiel und sogar Turnier zu gewinnen. Und das mal gucken, wie sie damit umgeht jetzt, weil jetzt ist es wieder offen. Oh, schön gemacht. Sehr starker Boost. Und damit hat jetzt Kachi Satzball. Hat sich super zurückgekämpft. Ich meine, sie lag ja 8-6, glaube ich, vorne, hat dann plötzlich viele Punkte in Folge verloren bis zum 8-10 gegen sie. Und jetzt wieder gut zurückgekämpft. Das macht mir schon nervös, hier von meiner Position aus. Oh. Hätte man nicht unbedingt spielen müssen. Ich glaube, da hätte sie auch einen Ball bekommen. Aber 11 Beide. Man sieht, beide sind gerade, glaube ich, ein bisschen heavily. Ja, ein bisschen. Weil das sind natürlich die wichtigsten Punkte, die es gibt. Unglaublich, was Gera noch zurückholt alles. Aber unglaublich. Aber sehr, sehr stark gespielt. Also sowohl von Kachi auch von Saskia geholt. Ja, richtig. Wie du vorhin gesagt hast, man muss nicht einmal den Ballwechsel gewinnen, sondern manchmal auch mehrmals, um aber den Punkt zu machen. Richtig, richtig gut, was die hier zeigen, die beide. Unglaublich. Och. Und da rollt der Ball. Natürlich ein Lucky Shot hier in der Situation, hinten das Nick zu treffen. Genau, was man sich wünscht in dem Zeitpunkt. Kachi wohl eher weniger. Ja, das stimmt. Aber gut, 12 Beide. Das war dann entspannt. Alles offen. Okay. Kann sie nicht klagen. Ich glaube, richtige Entscheidung, aber trotzdem war knapp. Ja, alles gut richtig gespielt, gemacht. Gut gespielt, sich Platz genommen. Ja, gut, ne, Ball von Kachi war nicht gut. Ne? Dann darf man sich auch ruhig den Platz nehmen. Ja. Da ist der dritte Spielball. Ja, gucken, ob sie den jetzt verwandeln kann zu ihrem ersten PSA-Sieg. Ja, das ist. Da ist es doch noch. Beim dritten Spielball holt Saskia das Spiel und den Turniersieg. Und damit die erste PSA-Titel, wie du gesagt hast. Ja, auf jeden Fall ein gutes Finale gewesen von beiden Spielerinnen. War echt ein gutes Spiel. Und Saskia hat vor allem am Ende sich da gut durchgesetzt. Und ich finde auch Wahnsinn. Verdient gewonnen. Also Kachi hat super dagegen gehalten, aber Saskia hat vor allem halt im dritten Satz auch super stark gespielt. Und ja, aber Wahnsinn, ne? Ich hatte nicht gedacht, dass wir so ein enges Spiel kriegen. Dein Tipp
Glückwunsch zu deinem Tap, gut gemacht. Danke, du hättest es eigentlich auch gesagt, aber... Aber eigentlich müssen wir sagen, Glückwunsch eigentlich an beide Spieler, weil sie haben beide wirklich echt eine sehr starke Leistung gezeigt. Ja, fand ich auch. Ich schätze, dass Kati das im Moment nicht so glücklich macht. Sie hat natürlich gerade verloren, aber ich glaube, wenn sie in ein paar Stunden oder vielleicht morgen das Spiel nochmal zurückschaut, dann kann sie, glaube ich, wirklich stolz sein auf eine starke Leistung. Ja, denke ich doch auch. Ja, und Saskia natürlich Glückwunsch an die erste Turniersieg. Ja, auf jeden Fall auch von mir Glückwunsch. Verdient hier, gewonnen, gut durchgesetzt und ja, bin gespannt, wo die Reise bei den beiden auch noch weitergeht. Ja. Ja, gut, das war das erste Finale von heute. Aline, schön, dass du dabei warst. Ja, gut, danke. Dass du als Spielerin deine Sehensweise dazu gebracht hast. Ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause, ne? Und dann sind wir um 17 Uhr, so in 10 Minuten, wieder zurück mit das Herrenfinale. Genau.
So, wir sind wieder da für euch, Herrenfinale von unser DSQV Sportwerk $5,000 Turnier. Aline hat die Studio verlassen. Jetzt brauchen wir natürlich beim Herrenfinale auch ein Herr dazu. Ich habe jetzt neben mir sitze hier Felix Göbel. Wer kennt ihn nicht? Bundesligaspieler, hat natürlich bei diesem Turnier auch mitgespielt. Zweite Runde ausgeschieden gegen Roshan Baros. Ja, grüß dich, Felix. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Bart, hallo Zuschauer. Hier zu dem Finale. Ich hoffe, ein spannendes Spiel. Ja, ich hoffe auch. Raphael, seine Leistung im Halbfinale war natürlich sehr stark, aber andererseits können wir auch sagen, dass Yannick da auch echt überzeugend war in seinem Spiel. Ne? Also ja, beide Spiele halt deutlich gewonnen. Die Frage, wie das Finale halt wird. Ob Yannick es schafft, halt wirklich Raffi zu beschäftigen und da auch mit seiner Athletik und seiner Geschwindigkeit, die er auf das Spiel bringen kann, da Raffi Paroli zu bieten. Ne? Ja, es ist eine schöne Herausforderung für Yannick, ne? Mal zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade. Nach dieser, sag ich mal, Corona-Zeit, wo er natürlich fleißig trainiert hat. Wie verhalte ich mich jetzt zu Deutschlands beste Spieler, der noch aktiv auf der PSA beschäftigt ist? Ja, bei der deutschen Meisterschaft 2020 haben die im Halbfinale gegeneinander gespielt. Okay. Da hat Raffi relativ deutlich gewonnen. Aber jetzt beim Finale auf dem PSA-Turnier wird man sehen, wie es wird. Ja, schön auf jeden Fall. Ich würde mich freuen als neutraler Zuschauer, dass er ihn herausfordern kann und dass wir auch genauso ein knappes Finale kriegen wie bei den Damen. Das wäre natürlich ganz toll. Ob er das schafft, das müssen wir gleich mal abwarten. So, wir haben natürlich noch ein Thema-Anliegen, was wir im letzten Spiel, wo ich hier mit Olli saß, besprochen haben. Da ist der Simon Rösner eingepennt auf der Couch beim Spiel von Yannick. Ich habe gehört, dass er wieder aufgewacht ist und wir wollen ihn mal kurz in die Sendung holen, um zu gucken, was er vom Turnier hält. Das heißt, wo die Jungs sich noch warm spielen. Ja, hallo. Simon, grüß dich. Du bist live bei uns hier in das Studio. Ah, sehr schön. Wir dachten jetzt, wo du deine PSA-Karriere beendet hast, dann können wir dich gleich mal an deinen freien Sonntag mal nerven und ein paar Fragen stellen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Gerne. Und der Olli hat mir gesagt, dass du auch dein Mittagsschläfchen schon durch ist. Das ist durch, ja. Ich mache meistens so gegen 12 Uhr mein Mittagsschläfchen. Ne? Ja, ist auch wichtig. Also ist ganz wichtig. Darf man nicht vernachlässigen. Ne? Ja, auf keinen Fall. Ja, ja. Wie ist es so für dich jetzt, nicht mehr PSA zu spielen und ab und zu hier reinzuschauen? Ist es komisch? Ist es lustig? Ist es nervig, dass du denkst, ach, ich hätte auch gerne gespielt? Oder wie ist das so für dich? Gemischte Gefühle. Natürlich, wenn ich irgendwo Squash schaue, ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man ja trotzdem irgendwo den Sport nach wie vor liebt. Ne? Ja. Man hat immer noch so irgendwo eine ganz, ganz starke Verbindung mit dem Sport und das bleibt ja auch bestehen. Mhm. Da ändert sich nichts dran. Ich habe ja nach wie vor, dadurch, dass ich ja nach wie vor Wettkämpfe bestreiten werde für die Nationalmannschaft und für die Bundesliga, für Paderborn, habe ich ja nach wie vor diese Wettkampf-Geschichte dabei. Das heißt, so ganz aufgeben tue ich es ja nicht. Mhm. Aber es ist schön zu sehen, auf jeden Fall. Vor allem schön auch zu sehen, dass in Deutschland ein PSA-Turnier natürlich stattfindet. Bei euch in Hamburg, das schaut doch super aus. Mhm. Und ich hoffe, dass es auch den entsprechend mit Corona und so weiter erfolgreiches Turnier gewesen ist für euch. Also es ist ja immer noch dabei. Ich glaube, das Finale findet ja gerade statt oder fängt jetzt, glaube ich, gerade an, so wie ich das jetzt im Hintergrund gerade höre. Ja, die Spieler sind gerade warm. Machen sich also bereit. Okay, ja. Sehr gut. Ja, super. Ja, freut uns auf jeden Fall von dich zu hören und schön natürlich jetzt, dass du die Zeit, schätze ich, mit deiner Familie genießen kannst jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich immer noch stark eingespannt, dadurch, dass ich so zwei, drei verschiedene Sachen gerade aktuell zeitgleich mache. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem schön, irgendwo in der Nähe von der Familie zu sein und auch die Wochenenden, zumindest solange noch keine Bundesliga stattfindet, irgendwo mit der Familie zu verbringen. Und die Zeit, die genießt man natürlich dann umso mehr und freut sich natürlich darüber, ist ganz klar. Ja. Ja, super. Wie gesagt, die Spieler, die laufen schon. Also von daher danke, dass du kurz in der Sendung gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Wir freuen, dass es dir gut geht und ja, hoffentlich bis bald in der Bundesliga, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja, schönen Sonntag dir noch. Bis dann, danke euch auch. Ciao. Ja, ciao. So, die Spiele haben mittlerweile schon angefangen. Schön, dass Simon da kurz da war, aber das Spiel läuft schon und deswegen gehen wir auch jetzt auch ja, zu der Highlight des Tages. Felix? Ja, wir sehen, dass Raffi die ersten beiden Punkte für sich verbuchen konnte. Gut, beide Spieler müssen natürlich erstmal wieder reinkommen. Findet ein bisschen Abtasten statt. Wir haben wieder den Fall, dass wir zwei Linkshänder auf dem Court haben. Ah ja, genau. Das ist immer, ein etwas schwieriger Anfang. Man muss sich abtasten, man muss gucken, wo die Stärken und Schwächen auf der anderen Seite sind. Man ist normalerweise gewohnt, gegen Rechtshänder zu spielen. Mhm. Und da muss man auch erstmal gucken, ist auf der Vorhand, ist auf der Rückhand besser. Wo sind die Schwächen, wo kann ich ihn eventuell ein bisschen bearbeiten. Und gerade bei zwei Linkshändern findet das erstmal also ein bisschen extremer sogar statt. Ja. Janik auch schon seinen ersten Punkt geholt. Ja, es wird wichtig, für Janik wird es wichtig sein, da Kontakt zu halten zu Raffi und ihn nicht weggehen zu lassen von den Punkten her, sondern das Spiel halt offen zu gestalten und immer auf Tuchfühlung zu bleiben und da halt das Spiel knapp zu halten. Ja. Ja, bis jetzt sieht es gut aus, ne? Also ganz ehrlich, kein Respekt da, oder sagen wir das so, kein Respekt, er gibt einfach Vollgas gleich. Ich denke, er hat großen Respekt vor Raffi, aber... Das auf jeden Fall, aber... er versucht die Flucht die Flucht nach vorn, also er versucht halt anzugreifen und dann nicht zu abwartend zu sein, sondern da auch aktiv am Spiel teilzunehmen und seine Chancen zu suchen. Ja. Der Boost war leider ins Nick, also da konnte er wenig ausrichten. Down. Yes. Right box. Jetzt haben wir den Fall, dass Raphael doch einen kleinen Vorsprung schon ausgebaut hat. Schöner Ball. Schön aufgesetzt mit dieser Ball nach vorne und dann den Punkt geholt mit dem Kehl nach hinten. Er darf natürlich nicht, er muss aufpassen, weil er das Spiel nicht zu früh nach vorne bringt. Also muss alles gut vorbereitet sein, weil Raffi ist halt so schnell. Wenn du das Spiel zu früh nach vorne eröffnest, hat er halt alle Chancen. Ja. Aber wenn man ihn vorher einmal ein, zweimal nach hinten beschäftigt hat und dann die Chance vorne gut nutzt, ist natürlich auch Raphael für eine gewisse Weise verwundbar. Ne? Ja, klar. Ich glaube, wie du sagst, er soll auf jeden Fall nicht abwarten, nicht konservativ sein. Wenn da eine Chance ist und ein freier Ball, dann soll er die Chance auch nutzen. Aber nicht zu schnell oder zu einfach. Janik hat es jetzt geschafft, sich aus dem Druck zu befreien und eigentlich mit dem Lob das Spiel wieder ein bisschen zu beruhigen. Macht dann leider den sehr einfachen Fehler, weil er versucht, aus dem Nichts quasi einen riskanten Angriffsball zu spielen. Ja, schade, ne? Weil er sich gerade, wie du sagst, wieder im Ballwechsel reingebracht hat und dann damit ist eigentlich wieder verschenkt, sozusagen. Ja, Janik hat immer die Athletik und die Geschwindigkeit, auch aus der Drucksituation wieder reinzukommen, wieder nach vorne zu kommen. Ist, glaube ich, versprungen an der Scheibe. Ja, genau. Ja. Also für Leute, die kein Glasscourt kennen, die Glasscourt besteht aus verschiedenen Scheiben, die zusammengestellt sind, oder wie sagt man das? Ja, zusammengeschraubt sind und genau aneinander geschraubt sind. Und der Ball scheint da in so ein Schraubenloch gegangen zu sein. Ja. Ist natürlich ärgerlich oder ist zufällig, das zu treffen, aber dann kann es sehr ärgerlichen Bounce haben. Ja, und somit, man sieht es im Spiel, finde ich, noch nicht mal so klar, aber doch in klarer Führung, ne? 6-2 schon und jetzt sogar schon 7-2. 7-2. Wir müssen natürlich auch nicht vergessen, Raphael Kantras ist natürlich 28. der Welt, wenn man das vergleicht mit Janik, ein Stück jünger natürlich und ich glaube 117 gerade der Welt, das
ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied. Ne? Also es ist ein Riesenunterschied und Raphael ist natürlich auf dem Niveau auch viel erfahrener. Hat er auch mit seinem wahrscheinlich größten Erfolg, der Halbfinaleinzug bei den British Open vor ein paar Jahren, hat er dann durchaus auch auf Weltniveau gezeigt, dass mit ihm auch manchmal zu rechnen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da spielt natürlich auch eine ganze Menge Respekt damit, wenn man weiß, was der Spieler kann. Ja, und ich glaube, ist er jetzt zwei- oder dreifacher deutscher Meister schon? Dreifach. Dreifach schon. Ja. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Das nicht zu trotz. Ich finde, Yannick hält gut mit hier. Ne? Also Yannick hält gut mit und versucht das Spiel auch aus dem Tee raus zu gestalten, wenn er die Chance hat. Der Punkteunterschied ist in dem Fall jetzt einfach nur, dass Yannick schon zwei, drei relativ einfache Fehler gemacht hat, weil er versucht hatte, aus der Defensive raus irgendwas Kantenball zu spielen. Ja. Ansonsten das Spiel selber ist relativ offen eigentlich. Ja. Ich habe vor diesem Spiel habe ich noch mit Roshan Barosch kurz gesprochen, der Landsmann von dir? Das ist mein Landsmann, ne? Der eigentlich relativ klar gegen Yannick verloren hat und hat nochmal gefragt. Yes, Land. 8-3. Landball gespielt. Nochmal gefragt, ob er jetzt ermüdet war von dem gestrigen Spiel oder woran es gelegen hat. Und er meinte zu mir, dass. Das ist ein schöner Punkt. Das ist unüblich auf dem Niveau. Ne? Ich weiß nicht, ob da auch einer von diesen Schrauben im Spiel war, dass der Ball anders geflogen ist als geplant, aber. Da wurde aber Yannick ein bisschen überrascht über den Ball. Aber der nimmt er gerne mit. Roshan hat auf jeden Fall gesagt, Müdigkeit war nicht so die Rolle. Er meinte, er hat nicht sein bestes Spiel gespielt, auf jeden Fall nicht. Aber er meinte, ich muss auch alle Credits an Yannick geben. Der hat einfach sehr gut gespielt und ich hatte keine Antwort drauf. Also auch schön zu hören. Ja, Yannick kann mit seiner Spielweise halt eine unglaubliche Dominanz aufbauen vom Tee. Also spielt druckvoll und ist schnell genug und das kann natürlich dann schon mal ziemlich deutlich werden, wenn Yannick da im Flow ist. Ne? Es sieht aber nicht so aus, dass das hohe Tempo, was Gandra hier zeigt, dass Omlau lässt sich da nicht von beeinflussen. Ne? Er spielt den Ballwechsel gut mit. Klar, ist Raphael dominant auch in den Scoring, aber trotzdem muss man sagen, ganz gut. Ja, das Tempo ist wahrscheinlich gar nicht so der Unterschied zwischen den beiden Spielern. Aber es ist so die Nachhaltigkeit in der Qualität. Wie gerade bei dem Ballwechsel zu lernen, hat Yannick halt einen Ball etwas zu kurz gespielt und hat ihn direkt von Raffi halt um die Ohren gehauen gekriegt. Das ist halt dann irgendwo der Unterschied, ob du schaffst, den Ball 4, 5, 6 Mal mit hoher Qualität zu spielen oder dann halt einmal dieses bisschen zu kurz wirst, wo das Spiel geöffnet wird und man dann angreifen kann. Ja, und auch die 3, 4, ich weiß nicht wie viel genau, ich habe nicht mitgezählt, ein paar unnötige Fehler. Mhm. Ja, beim Satz bis 11, also bei 11 Punkten, die der Gegner braucht, sind halt 4 Fehler, ist halt schon vor allem auf diesem Niveau etwas über ein Drittel der Punkte, die der Gegner selber gar nicht machen muss, sondern die du für ihn machst. Ne? Und das kannst du nicht wieder aufholen auf dem Niveau. Ja. Schöner Punkt. Raphael fragt auch nichts. Nee, das hat Janik gut ausgespielt, hat beide Seiten einmal lang angespielt. Und Raffi so diesen halben Meter weiter nach hinten beschäftigt, um den Ball dann halt kurz abzulegen. Ja. Das ist schon sehr gut gespielt. Yannick voll auf dem Angriff hier, aber Raffi widersteht bis jetzt jeder Angriff. Ja, aber das gut ist natürlich 11, jetzt klasse von Raphael, dass er den Punkt dann trotzdem macht mit seiner ersten Chance, die ihm geboten wird. Ja. Aber dieser Ballwechsel hat gezeigt, was möglich ist, auch für Yannick in dem Spiel,
Ja. Dass er halt nicht komplett chancenlos ist, ne? Wenn er den Ballwechsel zu Ende bringt und Punkte macht. Ich finde, also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von, wie er bis jetzt gespielt hat, Janik. Er hat zwar 11-6 verloren, aber ich meine, das Spiel an sich war gute Qualität. Und es, wie gesagt, es ist keine Schande, 11-6 gegen Rafael Kandra einen Satz zu verlieren. Also von daher, sieht echt gut aus. Und auch vor allem für die Zukunft ist das natürlich jemand, den man ins Auge halten muss. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben vorhin mit Simon Rösner telefoniert. Dadurch, dass er jetzt die PSA-Tour verlassen hat, jetzt kein Profiturnier mehr spielen möchte in dem Falle, ist natürlich wieder ein Platz frei geworden, sag ich mal, oder halt eine deutsche Stütze weggefallen. Und dementsprechend ist dann halt mit Yannick, mit dem zweitbestplatzierten deutschen Spieler, halt rutscht, sag mal, im Ranking einen auf im deutschen intern. Ist natürlich das Augenmerk auf ihn jetzt auch wieder anders gekommen. Ja, klar. Und es ist auch schön zu sehen, dass wir in Deutschland Spieler haben, die auch sich nach vorne entwickeln. Und Simon zu ersetzen, das glaube ich, er ist der beste Spieler bis jetzt in Deutschland. Ja, also Simon zu ersetzen wird natürlich schwer als der beste und erfolgreichste deutsche Spieler bisher, auch mit der höchsten Position in der Weltrangliste Nummer 3 hat er gehabt. Ja. Das wird natürlich schwer zu erreichen sein, aber Yannick hat die letzten Jahre sich auch stetig nach oben gearbeitet, auch im Weltranking. Ja. Und ein harter Arbeiter und wird seinen Weg dann sicherlich auch noch weitergehen und weiter nach oben kommen. Ja, schön, weil es wäre natürlich cool, wenn wir, ich sag mal, 4, 5, 6, 7 Deutscher unter der Top 100 haben, mitmischen bei den größeren Turnieren. Ne? Also, Kandra leads, one game to love. Da haben wir Kandra natürlich sowieso dabei. In zwei Wochen dann. Raphael. Kandra, ja. Ja, das ist David gesagt, sein Bruder. Nein. Ich meine schon, weil. Echt? Okay, ist auch egal. natürlich Raphael, ist klar. Der natürlich in zwei Wochen ist in Ägypten am Start, ne, beim großen PSA-Turnier. Aber schön, dass wir ihn jetzt hier nochmal spielen sehen. In seinem eigenes Land. Da ist auch eine gute Werbung auf den deutschen Squash-Sport, wenn er dann auch in Deutschland zu solchen Turnieren antritt. Ja, und ich glaube, er freut sich auch, ein bisschen Wettbewerb zu haben, weil auch für die Top-Spieler gibt es im Moment natürlich relativ wenig Turniere im Vergleich zum normalen Programm. Ne? Ja, das ist klar, aber es ist natürlich auch eine Wertschätzung gegenüber dann Yannick und im Halbfinale auch Valentin, dass er diese Turniere annimmt und diese Turniere, auch die Spiele gegen die Spieler halt als so wichtig erachtet, für ihn als Test auch zu nehmen. Ne? Schön, dass er da den Ball noch spielt. One love. Ich sehe, dass unser Fotograf Henning auch wieder fleißig Bilder schießt vorne. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass er bei fast jedes Turnier mit dabei ist. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte früher, als ich auch noch nicht so häufig auf einem Glasquashcourt gespielt habe, dachte ich immer, dass das doch unglaublich stören muss, wenn da unten eine Person drin sitzt, auf die man dann schießt quasi. Ach so, ja. Aber tatsächlich realisiert man das im Spiel überhaupt nicht, dass da jemand sitzt und dass da jemand ist. Da ist man so auf dieses Spiel und auf den Ball fokussiert, den man verfolgt, dass man das überhaupt gar nicht mitkriegt. Ja. Ja, aber wenn man ihn da so sitzen sieht, dann muss man als Zuschauer, der noch nie auf dem Glasquashcourt gespielt hat, auch denken, Mann, geh aus dem Weg. Ja. Three love. Kandra wieder stark angefangen, gleich 3 Punkte Vorsprung. Ist aus Sicht von Raphael sicherlich sehr wichtig, weil Yannick wird sich vorgenommen haben, den zweiten Satz halt gut anzugehen, eventuell so auch in das Spiel zu kommen, wie er den ersten aufgehört hat. Ja. Wenn man dann direkt schafft, 3-4-0 nach vorne zu gehen, nimmt man dem Gegner auch so ein bisschen den Mut und den Wind aus den Segeln. Ne? Ja, auf jeden Fall, weil das ist natürlich, wenn Yannick riecht, dass da was zu holen ist, dann wird er natürlich noch einen extra Schub Selbstvertrauen bekommen und auch noch ein bisschen extra Gas geben. Und ja, wenn du gleich 4-0 hinterliegst, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Am
man sieht schon, wie körperlich stark beide Spieler sind. Ne? Holen unglaublich viel auf so ein tiefes Tin und dann auf ein Last Goal und trotzdem jede Stopp wird da zurückgeholt. Das ist schon eine sehr starke Leistung von beide. Ja, ja, da ist Yannick sicherlich recht ebenbürtig, was das Körperliche angeht und die Athletik angeht. Auch wenn es ihm auf Dauer wehtun wird, weil, klar, weil Raffi ihm schon zeigen wird, wie groß der Court ist. Ja, der Court sieht relativ klein aus, aber kann dann doch ganz groß anfühlen. Ja, sind knapp über 60 Quadratmeter, ne? Ja. Also größer als so mancher Leuts Wohnung zu Hause. Handout. Ja, da hat Yannick den Raphael so ein bisschen auf den falschen Weg geschickt. Da wird er sich drüber freuen. Ja. Ja, Raphael natürlich nicht, aber. Ja, vor allem jetzt der erste Punkt dann auch. Ja. Ein bisschen Anschluss zu halten. Ja, man sieht auch, wie schwierig es dann ist, den Punkt zu gewinnen gegen Raphael. Ne? Also ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen Unforced Errors gesehen von Raphael. Handout. Ja, also jedes One. Punkt muss Yannick auch selber gewinnen. Mhm. Ist nicht, dass er was geschenkt bekommt hier. Also von daher wird es dann noch schwieriger. Das ist einfach Qualität. 7-1. Es ist Qualität, aber wie er den Ballwechsel eröffnet hat, ist auch ganz interessant mit dem Aufschlag auf die andere Seite quasi oder mehr auf den Spieler drauf. Ja. Dadurch bringt es natürlich den Gegner ein bisschen aus der Balance und aus der Position raus, weil es einfach ungewohnt ist. Meistens sind die Aufschläge relativ gleich. Sie kommen dann hoch an die Seitenwand und man kann sie volieren. Wenn der Ball dann ein bisschen anders kommt und man aus der Position kommt, dann steht man falsch zum Ball und kann ihn qualitativ nicht gut zurückspielen. Ja. Und dann ergeben sich manchmal sehr einfache Punkte. Ja. Handout 2-8. Yannick lässt sich ein bisschen Zeit da. Manchmal hilft es mit dem Zeitlassen, aber auch um sich zu sammeln und um zu sagen, komm, da geht nochmal was. Oder dann auch konzentriert in den nächsten Ballwechsel gut zu eröffnen. Ja, das natürlich jetzt seit dem Corona-Pandemie, wo der Handtuch auf dem Court in diese Kiste liegt, ist das wieder auch so, noch kann das auch nochmal taktisch eine Auswirkung haben. Ne? Ja, vom Tennis kennt man es ja schon lange, dass sie ihre Handtücher. Acht Satzbälle, Tennis. Ja. Ja. Vom Tennis kennt man es ja, dass das Handtuch irgendwo immer in Griffweite ist und man dann nach einem harten Ballwechsel oder vor einem wichtigen Ballwechsel, dass man eben zum Handtuch geht, sich einmal sammelt, konzentriert, sich die Zeit nimmt. Ja. Und das war beim Squash bisher ja noch nicht der Fall, weil die Handtücher oder diese Möglichkeiten, Pause zu machen auf dem Court, bisher noch nicht da waren. Mhm. Und Corona und die Hygienemaßnahmen, dass der Spieler sein Handtuch dabei hat, um auch den Schweiß aufnehmen zu können, hat da natürlich eine Änderung herbeigeführt, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auch nach einem harten Ballwechsel einfach mal zu sagen, komm, ich gehe mal nach vorne, fährt auch ein bisschen langsamer nach vorne und mache manche Stellen vielleicht auch dreimal trocken und hat man einfach mal diese 15 Sekunden, um mal kurz durchzuatmen, sich kurz zu sammeln und den nächsten Ballwechsel anzugehen. Ja, man sieht, dass Raffi im zweiten Satz noch ein bisschen mehr auf dem Gas gedrückt hat und ja, doch echt klar diesen Satz für sich entschieden hat. 11-2, 7 Minuten, das zeigt schon seine Kraft an, würde ich sagen. Ja, ja, also dass Raphael favorisiert ist in dem Spiel oder in den Spielen hier, das war sicherlich allen vorher klar. Aber dass er diese Dominanz auch wirklich so ausstrahlt und so auf den Court bringt, das ist schon beeindruckend. Ja, sehr stark, ne? Ja. Und man sieht es auch an den Scoreline, ne? Also das ist eine klare Geschichte. Der Bundestrainer Oliver Pettke, der halt auch hier bei dem Turnier dabei ist, der auch eine Zeit lang hier am Kommentatorenplatz saß. Mhm. Man redet natürlich auch so zwischendurch untereinander und er sagte, dass Raphael körperlich momentan einen sehr starken Eindruck macht, okay, scheinbar gut gearbeitet hat und
Ja, ich bin gespannt, was Raphael dann bei den nächsten PSA-Turnieren, die anstehen, dann, wie du angedeutet hast, in 2 Wochen in Ägypten zum Beispiel. Ja. Ob er es schafft, da wieder an die Leistung von vor 2, 3 Jahren mit dem, was ich schon erwähnt habe, mit dem Halbfinale beim British Open anknüpfen kann und da ja, ein bisschen nach vorne stoßen kann, vielleicht auch im Ranking. Ne? Ja. Ja, ist immer schwierig, wenn du so einen riesen Erfolg gehabt hast mit so einem Halbfinale und danach wieder das Gleiche zu leisten. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass bei den Profis jetzt wieder mehr Turniere auf den Kalender kommen. Für Juni ist jetzt auch die British Open schon zugesagt. Also es gibt wieder mehrere Perspektive für die Spieler, dass sie auch wieder Chance haben, einen Wettbewerb zu betreiben. Ja, ich habe es ja selber auch gemerkt jetzt, zwar nicht ganz auf dem Niveau wie Raphael, aber die Corona, die Maßnahmen, der Lockdown, das ist auch für Sportler, auch wenn sie eventuell als Profisportler die Möglichkeit bekommen, was zu trainieren. Aber man muss auch immer den Center dann zur Verfügung haben, das Squash-Center, der einem die Möglichkeit bietet, auch auf dem Court was zu machen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Sicherlich haben wir alle irgendwie trainiert und was an unserer Fitness getan. Aber nicht jeder hatte die Möglichkeit, dann auch in dem Maße, wie er es vorher getan hat, auch regelmäßig auf dem Squash-Court zu sein. Und auf dem Squash-Court macht man Bewegungen und es ist eine Intensität, die kann man nicht simulieren durch anderes Training. Und das muss man wirklich durch Match-Praxis kriegen. Ja, und da hat man natürlich, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob man es unfair nennen muss, aber den Unterschied in den verschiedenen Bundesländern. Ja, ganz klar. Da gibt es von Bundesland zu Bundesland verschiedene Richtlinien, was möglich ist und was nicht. Und das ist halt, wenn das dann wieder losgeht, kann es eventuell zu einer kleinen Wettbewerbsverzerrung führen, sage ich jetzt mal. Aber umso besser ist es, dass halt, ich sag mal, auch in dem Maße, wie es hier auch stattfindet, im Profibereich, es die Möglichkeit gibt, Turniere stattfinden zu lassen. Ja. Und die Spieler dadurch die Möglichkeit haben, zumindest Matchpraxis zu haben und das vielleicht auch manchmal fehlende Training durch diese Turniere, durch die Wettkämpfe wieder auszugleichen. Ja. Aber ich freue mich auch schon drauf, die Weltklasse-Profis wieder auf der Tour spielen zu sehen und mitzuerleben. Ja, und auch da kann man sich wieder Sachen abgucken und so weiter. Ne? Ja, immer. Ja. Wenn ich dann zu Hause sitze und die Spiele der wirklich weltbesten Spieler sehe, dann kribbelt es mir selber auch mal in den Fingern, um das nachmachen zu wollen. Ja, auf jeden Fall. Ja, 2-1 Rafa wieder in Führung. Hat... wenn ich richtig gezählt habe, in diesem Satz sein erster Unforced Error gemacht. Aber es bringt ihn nicht da doch sehr schön am Ball. Schön abgeschlossen von Janik. Ja. Der wird sich nochmal zurückschauen. Ja. Vor allem der eigentlich wirklich gute, der wichtige Ball war halt der lange Ball hinten links in die Ecke, den Raffi nur noch retten konnte. Ja. Aber Janik halt die kompletten Court geöffnet hat. Ne? Ja. Weil manchmal ist es ganz schön, diese Schüsse oder diese Bälle, die dann aus dem Nick rollen, oder was, die sehen schön aus. Aber auch für mich als Spieler ist irgendwie der wirklich befriedigende Ball, ist der, wo man die Zeit hat und den man dann wirklich auf den Punkt setzt, also mit der richtigen Länge und die richtige Breite. Ja. Das ist so wirklich das Gefühl, wo ich so denke, ja. Wie man sieht, Janik kurz die Konzentration verloren, hat auch ein bisschen mit sich selbst geschimpft. And out. Ja, aber kriegt jetzt den Punkt ein bisschen geschenkt von Raphael durch den Fehler und ist jetzt so wieder dran und schöpft neuen Mut wahrscheinlich. Ja. No let. But you're taking the wrong line. Ja, das ist eine Squash-typische Diskussion, die man da jetzt hat. Ja. Da geht es um die Frage, was war der richtige Weg zum Ball und gibt der andere den Ball frei? Das ist für Schiedsrichter auch immer nicht ganz einfach, das zu entscheiden, richtig zu entscheiden. Deswegen gibt es auch sehr häufig Situationen, wo dann beide oder zumindest ein Spieler, man kann es gar nicht richtig entscheiden. Einer diskutiert immer mit dir. Ja. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Aber ich meine, Raphaels Ball war auch sehr eng an der Wand. Ne? Ja, also genau. War nicht jetzt ein Dropshot, wo noch viel Platz übrig war. Also von daher muss man mit die Entscheidung geben. Die Entscheidung, keine Wiederholung zu spielen, also keinen Netball zu geben, war sicherlich richtig. Ja. Schön. Ja, schön abgelegt. Six,
Ich sehe gerade, dass unser DSQV-Pressesprecher Lennart Jessen auch zuguckt. Also auch schönen Gruß an dich, Lennart. Handout 4-6. Ja, Yannick holt doch seine Punkte. Ja, bleibt dran, ne? Schenkt das auch nicht ab. Versucht so viel Zeit wie möglich halt auf dem Court zu bleiben, auch gegen Raphael. Ja. Handout. Da ist der Ball versprungen und deswegen hat Raphael den im Rahmen getroffen. Ja. Ja, das sind die. Das passiert mal beim Glascourt, ne? Da muss man mit leben, sag ich mal. Aber es sieht schön aus. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, ist auch sehr interessant drauf zu spielen. Ich habe, glaube ich, 2012 oder 2013 das erste Mal auf dem Gasquash-Court gespielt in Krakau. Ja. Für eine polnische Mannschaft. Sehr interessant, wenn man da so das erste Mal drauf steht. Ja, ein bisschen strenge Erscheinung. Also room for cross-court. No let. Um da jetzt No let zu geben. 8-4. Aus meiner Perspektive ein bisschen hart, aber es ist einfach reden hier von unserer Position aus. Oh, oh ja. Das war natürlich ein sehr schöner Ball von. Ja, sieht man selten von ihm, dass er so auf den Winner geht. Ne? Das ist eigentlich jemand, der die Ballwechsel ausspielt und der über die, ja. Über die freien Situationen geht, aber. Auch das kann er, wenn es sein muss. Ja, klar. Hier ist natürlich auch anders, ob du jetzt gegen die Nummer 10 der Welt spielst oder Nummer 100 der Welt. Ne? Ich glaube, das. Stroke to Kandra. Aber keine Gnade. 10, 10 4. 4. Matchball. Und kann jetzt sein nächster PSA-Sieg eintüten. Ja. 11-4, Match to Kandra. Ja, jetzt geht es leider etwas schneller als gedacht oder gehofft. Ne? 11-2, ich mein, 11-4. Bis 3-4 war Yannick noch dabei. Und ja. Jetzt dann 11-4, glaube ich, zu verlieren. Aber ich finde. Leider relativ schnell damit. Ja, ich meine, Yannick sieht ein bisschen enttäuscht aus, soll auch auf jeden Fall ruhig sein. Nur ich finde, dass er trotzdem nicht unzufrieden sein kann mit seiner Leistung. Oder wie siehst du das? Gut, Enttäuschung ist klar, wenn er eventuell gehofft hat, dass das Spiel länger zu gestalten oder knapper zu gestalten oder vielleicht sogar einen Satz zu gewinnen. Und Raffi auch einfach ein bisschen zu ärgern. Ne? Deswegen enttäuscht kann er sein, aber unzufrieden. Also er hat phasenweise das Spiel halt gut mitgestaltet, war dominant im Tee. Von daher ist das schon okay. Aber was man auch bei Valentin halt auch im Halbfinale gesehen hatte gegen Raffi, es ist halt schwierig, die Konzentration und die Qualität über den kompletten Satz aufrechtzuerhalten. Und wenn du gegen einen Spieler wie Raphael dann in die Situation kommst, dass du 2-3 Ballwechsel, so dieses Konzentrationsloch hast und diese 5 oder 10 Zentimeter einfach nur von der Seitenwand weg bist, die Raphael halt nur benötigt, um dich komplett unter Druck zu setzen, dann geht so ein Satz halt auch mal ganz schnell dahin. Ne? Und ich denke, Yannick wird da seine Schlüsse daraus ziehen, wird sich das wahrscheinlich nochmal angucken und gucken, was kann er besser machen, was kann er anders machen. War gut, das Ergebnis war entsprechend halt auch der, sag mal, der Erwartung und auch der Position, die Raphael halt einnimmt im deutschen Squash. Ne? Ja. Ja, und somit kommen wir zum Ende von unser viertes und erstmal hoffentlich letzte Turnier aus dieser Serie mit zwei, glaube ich, coole Gewinner, Saskia Beiner bei den Damen und Raphael Kandra bei den Herren. Ja, Felix, ich hoffe, es hat dir auch gefallen hier. Ja, es war super. Ich bin immer wieder gerne bei dir hier in Hamburg. Schönes Center und eine tolle Truppe seid ihr hier in Hamburg und es ist immer wieder schön, was ihr auch organisiert, was ihr auf die Beine stellt. Und jetzt auch mit den Möglichkeiten, die jetzt dieses Videostreaming ermöglicht und auch da entwickelt sich halt der deutsche Squash auch immer weiter mit verschiedenen Kameraperspektiven und jetzt auch mit Kommentatoren und es ist schön zu sehen, dass da immer wieder ein Fortschritt ist und ich hoffe, dass wir auch anderen Leuten, neuen Leuten und Hobbyspielern diesen wirklich schönen und intensiven Sport auch näher bringen können durch sowas. Ne? Ja, ich hoffe, ja, das soll auf jeden Fall das Ziel sein. Ja, gut, schön. Danke, dass du auch dabei warst, Felix. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich wünsche alle Zuschauer noch einen schönen Restsonntag und hoffentlich, dass wir bald mal wieder ein Turnier ausrichten, wo ihr dann auch gerne wieder zuschauen dürft. Ja, das hoffe ich auch. Mit Zuschauern ist dann doch immer etwas schöner und gibt einfach ein anderes,
eine andere Atmosphäre, eine andere Spannung auch, wenn man dann auch beklatscht wird für gute Bälle und ja, es wirkt irgendwie so leer. Man spielt einen super guten Ball und man hört nichts. Man hört nur den Schiedsrichter, der den nächsten Punkt ansagt. Ja, also soweit von hier aus. Euch schönen Sonntag und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.